Fahrstühle verbinden die verschiedenen Stockwerke. In den Hohlgängen verlaufen Licht- und Fernsprechkabel und Leitungen für Luft und Wasser. Die Unterkunftsräume sind zur Unterhaltung der Mannschaften mit Rundfunk ausgestattet. Die Lautsprecheranlage dient auch zur Befehlsübermittlung. Achtung, Achtung, Bergbefehl. Wir rufen 4, 6, 7, Essenausgabe 12.45 Uhr in Küche 2. Vorratskammern und Küche sind so gut bestellt, dass jeder Soldat Tag für Tag sein gut zubereitetes Essen erhalten kann. In jedem Werk vorbildliche hygienische Einrichtungen. Jedes Werk hat seine eigenen Sanitäts- und Verbandsräume. Jedes Werk hat seine Verkehrszentrale und ist durch bombensichere Kabelnetze und andere Nachrichtenmittel mit den entferntesten Beobachtungsposten verbunden. Maschinenräume versorgen die gesamte Befestigungsanlage unabhängig von der Außenwelt mit Luft, Licht, Strom und Wasser. Besonders gesichert liegen die großen Lagerräume mit gewaltigen Waffen und Munitionsvorräten. Panzerabwehrkanonen. Infanteriegeschütze. Artilleriemunition. Reserverohre für alle eingesetzten Geschütze. Für den Transport der Geschützrohre sind besondere Einrichtungen vorhanden.
Die Munition wird durch Hohlgangsbahn und Fahrstuhl an die Geschütze befördert. Schwere Kasematgeschütze können weit hinter die feindliche Front wirken. Hinter der Abwehrzone des Heeres erstreckt sich mit den gleichen Erdverteidigungsanlagen die Luftverteidigungszone West. Hier sind Flakgeschütze aller Kaliber tief gestapelt eingebaut, deren Wirkungsbereiche sich vielfach überlagern. Scheinwerferbatterien mit Horchgeräten sind eingegliedert. In besonders wichtigen Verteidigungsabschnitten stehen darüber hinaus Luftsperrverbände für beweglichen Einsatz bereit. Ballons werden an Stahlseilen emporgeschickt und verseuchen als Minenfelder der Luft den Raum über den Grenzgebieten. Ein stets wachsamer Flugmelde- und Warndienst alarmiert in kürzester Zeit die gesamte Luftabwehr des Westwalls. Zahlreiche Jagdverbände stehen stark bereit, um mit ihren schnellen und wendigen Maschinen in Zusammenarbeit mit der FLAG jeden Luftangriff abzuschlagen.